Jo Leute, und damit willkommen zu Mario Kart 64 mit dem Flash. Mit Zentos! Hallo! Hey! Nachdem wir ganz viele Probleme eben hatten, Aufnahme schon einmal verkackt dadurch. Meine Güte. Was passiert? Weiß ich nicht. Du hast nicht okay gedrückt. Nee, ich hab gesagt, was passiert? Passiert mal, dass du irgendwie eine Aufnahme verkackst. So. Ich dachte, ich muss jetzt hier was erzählen. Nö. Ja, wir spielen anfangs immer den 50er Cup und ziehen dann mal alle durch. Und mal gucken, wie weit wir kommen und uns nicht so weit ärgern. Ja, du das Game gestartet hast. Ja, sicher. Ich bin immer Erster. Ach, halt's Maul. Weißt du? Weißt du, was ich dazu sage? Das. So. Ja, das. Nachdem wir Super Mario Kart gemacht haben, machen wir nach einer längeren Zeit jetzt Mario Kart 64. Der hat mich dazu gedrängt. Ja. Weil ich vielleicht drängen musste so ein bisschen. Boah. Alter. Okay, jetzt geht's. Am Anfang hat es so ein bisschen geleckt. Ja, ja. Aber ich hab... weiß nicht warum. Irgendwas ist total ausgelastet. Nein, ich hab nichts gekriegt! Oh. Bist du meins rein? Ja. Ja, ja, ja. Warum macht er das mit Driften denn nicht? Jetzt. Wow! Ich glaube, das lasse ich sein. Kriegt er nicht gleich noch einen Boost oder so irgendwann? Glaube ich nicht, ich weiß das nicht. Aber ich habe das bis zum Ende hingekriegt. Hast du gesehen? Ja, hattest du, glaube ich, eh schon. Du meinst die E-Rauchwolken? Ja. Weißt du, der grabt da sich gleich wieder zwei Stück. Ja. Ich drücke mal schon den Z-Trigger. Oh. Da will die Nudel mich kriegen. Warum ist ihm scheißegal, aber er will direkt auf mich losgehen. Diese Pappnase. Tja. Diese Konkurrenten! Oh nein. Scheiße. Aber ich hab Varo getroffen. Dich hole ich mich jetzt auch. Fröhliche Weihnachten! Fröhliche Weihnachten! Weil sonst fliege ich noch zu weit nach vorne und krieg nicht rechtzeitig Gas dazu. Haha, nicht getroffen. Doch, Mario. Ja, Mario, schön. Mario kriegt richtig einen auf den Sack. So eine arme Opfersau. War das nicht immer schon so? Ne, war Luigi, war immer die Opfersau. Nein. Fuck. Was denn? Oh, Yoshi holt auf. Oh oh. Da kommt was von hinten. Ach. Gib mir doch. Bitte. Warst du gerade Dritter noch? Ja. Ey, Wario kriegt aber wirklich was aus dem Maul. Ja, direkt im Fett hat er doch selber Schuld. Ja. Aber. Wow. Oh, nice. Ja, das krieg ich aber eigentlich relativ gut hin. Weil ich es immer noch scheiße finde, dass man eigentlich den anderen sieht, was der macht. Ja, aber können wir ja nichts machen, ne? Na gut, man könnte sagen, dass wir es ausblenden, aber sicher steht es auch noch nicht fest, dass wir es machen. Naja, ja, aber wir können das ja nicht ausblenden. Ja, gut, wir könnten das zum Beispiel. Ja, wir können da was vorlegen, ja. Aber... oder unterhalb dem Bildschirm ziehen. Außerdem kannst du dann auf dem OBS-Fenster gucken. Nee, bei OBS hätte ich dann auch was vorgemacht. Nee, brauchen wir nicht. Nee. Ich gucke eh nicht nach oben, interessiert mich auch gar nicht. Ach, du hast es... okay, beim... okay. Ich dachte, du wärst bei dir auch oben. Nein, das war schon immer so. Ist aber nett gemacht auf jeden Fall. Das war schon immer so, das... Wie machen wir das eigentlich? Sollen wir irgendwie Punkte oder so eine Platzierung für uns selber machen, oder haben wir uns gar nichts überlegt?
Nö, einfach spontan gestartet, ne? Ja. Wir haben uns gar keinen, nicht überlegt, dass wir irgendwie so ein Ranked machen oder dass wir irgendwie was, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Warte mal, gibt's am, boah, ich weiß das gar nicht, gab's hier am Ende eigentlich so eine Platzierung? Ja, ja, klar. Ja gut, sehen wir ja dann eigentlich, ne? Der Penisfrosch ist ganz schön schnell davon. Ich flieg ja noch ins Ziel. Yes. Ich habe aber vorher die rote gezündet und noch die Banane schnell geholt. Ja, ich weiß. Ah. Jetzt müssen wir warten, bis die letzten im Ziel sind. Nachher musst du mehr warten, genau. Ja, hier war das so. Ja, naja. Ne, wir haben uns gar nichts überlegt. Nee. Gab's jetzt Punkte, ne? Ja. Du kannst ja auch, wenn du Lust hast, eine Tabelle fertig machen. Und dass wir die dann immer nach dem Cup einblenden lassen und da der jeweilige Punkt hinzugefügt wird. Ja. Ob du erster, zweiter, dritter oder was für ein Platz geworden bist. Und das dann am Ende komplette Zusammenzählung davon ist. Ja, genau. Könnte man irgendwie sowas machen. Mal lass mir noch was irgendwas einfallen. Auf jeden Fall. Nächste Runde. Ja, was kam denn jetzt? Runde. Der Strand? Ich glaube ja. Ich hab grad so richtig. Nee, erst die Kuhfarm. Kuhfarm, ja. Mit den scheiß Maulwürfen. Ja. Ah, den Start verkacke ich immer wieder. Ja, das ist. Nee, ich muss das hier. Weil das ist so eine scheiß Verzögerung drin. Beim Start. Boah. Vielleicht sie doch mal auf 8 ändern. Das ist aber nur am Start. Wo wir das getestet haben, war das auf 8 schon gut. Aber auf 8 hat es dann noch einmal verkackt. Nein, das ist, weil ich gestartet habe. Okay. Ja, können wir mal gucken, wie wir es machen. Ich habe jetzt nicht die Aufnahmezeit im Blick. Ach du Scheiße. 8 Minuten. Komm, Peach. Ist doch nicht wahr, ey. Schon wieder. Was hab ich denn für ein Glück gerade? Aber ich treffe eh keinen. Das ist das Problem. Du triffst gleich noch eine grüne von mir. Hallo. Das ist nicht wahr. Oh nein, nicht beide. Nein, 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 du bist so Drecksack. Ah, fuck, fuck, fuck. Oh. Da bin ich jetzt auch noch Vierter? Ja. Fünfter, ich glaube es nicht. Hast du mich gerade gerannt? Ja, aber ich bin da ausgerutscht bei. Ja, weil du zu schnell noch warst. Ja. Ah, jetzt muss ich aufholen. Ewiger. Gib mal irgendwie so einen scheiß Stern. Ich habe 2 Sterne gehabt. Ja, er war. Kann das sein, wenn man irgendwie ein Item davor hat? Ah. Was? Dass man dann dadurch schneller wird? Nee, das ist nur so eine Weitwinkel, so ein Ding. So. Das ist nur die Kameras nach hinten gestreckt, damit du ein bisschen mehr Sicht hast, du Drecksack. Oh, die kommt. Ja, irgendjemand treffe ich bestimmt. Wieder nix, ey. Das ging ja nach vorne, das ging ja nur beim Einzelpanzer nach hinten. Ja. Aber ich frage mich, warum Peach und sowas schneller sind. Och. Keine Ahnung. Das waren immer schon so Cheaterkröten. Ja. Ja, schubst mich doch noch, du blöde Alte. Ich muss Zentrus mal eine Überraschung geben. Das gibt's doch nicht. Alter, da jetzt noch durchzukommen. Oh. Hast du mich gesehen? Ja, hast du. Ich habe eine Überraschung für dich. Die erste kriegst du jetzt schon. Die anderen beiden hebe ich mir noch auf. Ja. Oh, die grünen kommen auch noch.
bald die Grüme als Schutzschild. Was? Was ist denn die Grüme? Schön, dass du es gerade gesagt hast. Ja. Jetzt kriegen wir so einen scheiß Klotz. Irgendwie so ein Delay drin, aber ganz schön. Delay! War ein Pisser. Warum? Darum. Darum. Nein, 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 nein. Doch, doch, doch. Scheiße, nichts bekommen. Nein! Da hat Bowser ernsthaft beide bekommen? Ja. Ich werd noch Zweiter. Getauscht. Ah, Mann. Scheiße, ey. Da hat mich dieser scheiß Maulwurf noch getroffen. Kacke. Ja. Soll ich jetzt mal Leck 8 eingeben? Ja, mach mal. Ah, nee, dann fährt das Ding runter. Nein, nein. Doch. Nicht, wenn du Leck änderst. Kommt die Maus eingebildet? Ne. Doch, wenn ich Leck eingebe, dann... Ach. Leck 8. Oh, doch nicht. Okay. Sag ich doch, hör doch mal. 15-15. Ja. Oh, Peach und Mario haben auch getauscht. Ja, klar, du hast sie auch noch überholt gehabt. Mhm. Ja, Gott sei Dank. Eieiei. Und willkommen auf der Endcard von Mario Kart 64. Wenn ihr links auf den Luigi geht, kommt ihr zu Centos. Rechts kommt ihr auf meinen Kanal und in der Mitte auf den kleinen Bildschirm kommt ihr zum ersten Video von Mario Kart 64. Lasst eine Bewertung da, vergisst nicht zu liken oder zu abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, bis zur nächsten Folge und tschüss.